So, und willkommen zurück bei Donkey Kong 64. Und beim letzten Mal haben wir halt ihr kleines Saxophonspielchen gespielt, aber wir kamen noch nicht weiter. Mit Diddy haben wir versucht, irgendwie hier voranzukommen. War auch nicht unser Glück. Und deswegen versuchen wir jetzt unser Glück in diesem Baumstumpf oder diesem Erdhügel. Und ich tippe mal, dass wir da ein kleines Mini-Rennen finden, was wir schon mal öfters finden mit ihr. Jetzt spielen wir kurz Saxophon. Lässt sich ja meistens mal finden hier. Ich schaue schon gerade auf die Uhr. Ein, zwei Folgen werde ich noch machen. Weil ich denke mal, dass wir auch erst ein anderes Level müssen. Das ist gut, dass wir dann ein, zwei Folgen noch machen. Karten und da kommen wir eigentlich ganz gut dahin. So. Sag mir, dass ich meine 10 Bananen kriege. Das war auch wichtig, 10 Bananen zu kriegen. Ei, was ist das denn hier? Ich glaube, so ist ein einfaches Spiel, oder? Mein Gott. Wie, das war's schon? Das war's doch nicht. Also, das Spiel sagt mir jetzt, und ich betone drauf, ich besiege alle Gegner, und ich habe es einfach so gemacht. Okay. Finde ich jetzt interessant, das hätte ich jetzt auch noch machen können. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Ding, wo man hier ein bisschen rumfährt oder so. Aber ist auch okay. Ist ja gar nicht mehr schlecht. Ah! Dich müsste auch noch gucken. Aber jetzt müssen wir erstmal hier vorne was einsammeln. Ein paar Kristalle, da haben wir keine mehr von. Oder nicht mehr die meisten. Drin. Müssen wir was kurz gucken. Ja, das ist uninteressant für mich. Nee. Aber ich muss irgendwie was schauen. Meldung immer nach, gucken, was alles so los ist. Nein, nicht ablenken lassen. Na. So, schauen wir mal. Wir gehen mal wieder in den Mittelpunkt zurück. Wir haben noch die Turmuhr hier. Stimmt. Und blau haben wir noch. Blau, Lenky, 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 Lenky. Okay, hier haben wir noch. Hier haben wir noch. Diddy? Ist ein bisschen verwunderlich, was hier noch alles ist. Ah. Oh, einmal Musik aufladen und einmal blau. Okay. Warte mal, da ist doch eine Uhr. Wenn wir die Uhr umstellen könnten, dann können wir, glaube ich, auch die Dinger, die Mondportale betreten. Das haben wir da. Was haben wir hier noch? Ich schau jetzt mal hier alles durch in dem Fort-Kapitel. Schauen wir uns mal an. Da können wir definitiv hoch. Okay, da sind noch Tiny Münzen. Da. Ah, dafür ist auch vielleicht der Pilz da. Der ist nämlich näher dran als der. Mal kurz rein. Zack. Ui. Nein, eine Münze verfehlt. Die holen wir uns natürlich viel. Ui. Ich finde das geil, wenn die sich Ui macht. So. Okay, Lenky. Lenky da. Warte. Abschuss. Ah, ich komm. Okay. Donkey Kong, okay. Also Donkey Kong hier hoch noch.
Okay, warte, Plan. Lenky erst. Dann haben wir das nämlich abgeschlossen. Das können wir am besten bei 4 machen, ne? Da haben wir ja Ding so direkt hier hinter uns. Ich glaube, hier vorne ist so ein Dreh- oder so ein Tauscher habe. Lenky. Haben wir. Da holen wir uns die Münzen bei der einen Plattform. Ist das jetzt systematisch abklappern hier? Damit das hier was wird. So, haben wir. Dann holen wir jetzt Donkey Kong hoch. Ja, und Diddy kann, glaube ich, die Dinger dann da mit seinem Kopfstoß machen. Donkey Kong? Ja, ja, du bist dran. Aber war sicher Donkey Kong. So, Donkey Kong schicken wir jetzt da mit. Obwohl, können wir nicht hier so hochklettern? Ah, ich weiß es nicht. Wird auf jeden Fall machbar sein. So. Damit kommen wir jetzt dahinter. Und holen uns die Münzen für Donkey Kong. Okay, was haben wir jetzt dafür mit so machen soll? Haben wir irgendwas hier, was wir noch unten kriegen können? Ach, guck mal einen an. So, und jetzt holen wir uns Diddy und schauen uns ein bisschen um. Na. So. Ein bisschen hin und her geduselt, jetzt gerade so klein. Kleinarbeit. Ah, nimm mal. Diddy. Ja, es hat auch ein bisschen hier. Aber wir müssen definitiv mit dem 5. Donkey Kong, das heißt. Meinst du ein bisschen Kleinarbeit und dann gehen wir eigentlich direkt ins erste. Oder das Level davor. Ich weiß nicht, was das für ein Level der ist. Schauen uns das mal an. Warte mal, komme ich denn? So. So. So, ist jetzt was auf diesem Ast da vorne? Da ist doch ein Ast. Sehe ich doch. Okay, dann schauen wir mal, wo ich diesen Hüpfpilz nochmal hatte. Oder ist da auch ein Tauscher gewesen? Ich bin bestimmt, da ist ein Tauscher. Ah, ich bin ein Idiot. Das macht aber nichts. Das macht aber nichts. So, hier ist jetzt der Didi. Sicher. Warum aber das Teil jetzt hier? Nur wegen dem Teil? Nein, das kann nicht sein, dass er extra nur deswegen das Fliegen hat. Moment. Umdrehen? Hochgucken? Nee. Ich treff's nicht. Gut, habe ich gesagt. Muss den nicht kennen. Obwohl ich kann einfach hochfliegen. Ich bin, glaube ich, hier in der Nähe, ne? Ja. Hinter mir habe ich noch was gesehen. Da können wir mit Donkey Kong. Wer macht das dann? Das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Ja, mit Donkey Kong wäre es zu einfach, das zu machen. Aber er könnte dafür besser passen auch. Da wären wir noch die gelben Bananen drin. Das heißt, wir schauen uns mal eben schnell da oben um. Er hat ja nur die Rollkugel, dieses hier. Bevor wir das machen, ich gehe erstmal hier durch. So, mit einem guten Ausgangswinkel
einem Leben weniger. Hier geht es wie noch weiter, oder? Oh. Geht's auch weiter, meine Güte. Das heißt, das ist eigentlich noch nicht zu Ende hier. Da ist noch was. Da ist ein Labyrinth. Da ist. Ah, da ist unser Typ. Da ist was. Oh mein Gott. Hier geht überall nur nachts was auf, okay. Ist ein bisschen komisch, finde ich. Okay, probieren wir es jetzt mit Donkey Kong. Oh ne, ich hab blöd. Da muss ich mit Donkey Kong rein. Was ist denn hier? Auch nicht. Verwirrend. Möchte ich behaupten. Sehr verwirrend. Ja, es wäre noch offen stehen, das eine Ding da, ne? Also die ist jetzt das eine Level, wo es ins blaue Tor reinkommt, da. Die Nummer. Die Nummer 1, die ich noch nicht gefunden habe. Okay, dann gehen wir da jetzt durch. Gehen wir durch und ich sehe schon wieder oben noch einen kurzen Cut. Können nur ein, zwei Folgen machen. Dann haben wir schon wieder weit, dass wir ein kurzes, längeres Pause machen. Gut, ich mache einen schnellen Cut hier. Der darf uns hier abwerfen, ich bewege mich in der Zeit. Sehen wir uns sofort wieder!